Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier aus unserem Misuria Zoo, unserem ostasiatischen Zoo. Den haben wir beim letzten Mal so ein bisschen im Livestream weitergebaut. Und zwar haben wir angefangen, hier ein Gehege für die kleinen Pandas bzw. die roten Pandas zu bauen. Und wir sind eigentlich schon relativ weit gekommen. Ich habe auch noch so ein bisschen was überarbeitet. Aber eigentlich nichts Spannendes. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade gut sieht, weil es regnet leider gerade. Ich habe so ein bisschen Felsarbeit gemacht, also hier unter Wasser sind zum Beispiel einige Felsen platziert worden. Dann habe ich allgemein so ein paar kleine Details gemacht mit Felsen. Hier sind so ein paar kleine Felsen. Und ansonsten habe ich den Weg hier nochmal neu gesetzt. Das Geländer hatten wir ja schon beim letzten Mal hier gemacht für die Brücke. Von hier werden dann die Besucher sozusagen auf das Gehege gucken können. Also die werden eine richtig gute Sicht haben. Und ich habe hier diese Felswand nochmal so ein bisschen überarbeitet. Habe ich eigentlich jetzt relativ simpel gelöst. Ich hatte ja hier schon allgemein so eine raue Felswand. Hab dann noch hier den ein oder anderen Felsen reinplatziert. Dann sieht es jetzt wirklich ganz schlecht wegen dem Regen. Einfach damit das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. Und ja, so ist sozusagen der Grundriss für das Gehege schon mal fertig. Ach so, und den Zaun habe ich hier nochmal vernünftig gemacht. Auf dieser Seite einmal. Hier vorne habe ich den einmal vernünftig gemacht. Dass das hier einen vernünftigen Abschluss und Übergang hat zu der Brücke. Und hier vorne, genauso, habe ich den Zaun auch einmal vernünftig gestaltet, dass das hier alles soweit passt. Die Brücke haben wir sogar letztes Mal noch im Livestream gebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ansonsten, achso, ansonsten habe ich hier noch die ganzen Sachen angemalt, also den ganzen Untergrund mal vernünftig angemalt. Ihr seht zum Beispiel, ist halt wirklich schwer gerade euch zu zeigen bei dem Regen, aber ihr seht zum Beispiel, hier ist so ein bisschen braun, weil ja hier Wege sind und hier Leute langlaufen, genau wie hier vorne. Und hier unter Wasser ist zum Beispiel jetzt alles so ein bisschen sandig. Dann habe ich hier die Übergänge vernünftig gemacht, hier so ein bisschen Klippen, damit das Ganze alles einfach so ein bisschen natürlicher aussieht. Und das ist jetzt sozusagen der Grundriss, mit dem wir heute arbeiten werden. Wir werden nämlich heute das Ganze so ein bisschen gestalten, ein bisschen die Details machen, ein bisschen die Sachen nochmal verändern, die mich stören. Der Wasserfall, den haben wir auch im Livestream gemacht. Aber zum Beispiel dieses Haus hier stört mich noch, das ist mir ein bisschen zu eckig. Das werden wir heute überarbeiten. Und dann werden wir die ganze Detailarbeit machen und die ganze Bepflanzung und sowas. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange und legen jetzt direkt los. So, ich habe das Ganze mal pausiert, damit es hier nicht gleich mitten in der Nacht wird. Was wir auch unbedingt noch machen müssen, ist die Beleuchtung in dem Gehege und um das Gehege. Weil beim Franchise-Mode haben wir natürlich auch mal diesen Tag-Nacht-Wechsel. Da muss das Ganze natürlich auch bei Nacht gut aussehen. Müssen wir auf jeden Fall darauf achten. Oh, guck mal, der rote Panda ist hier sogar gerade am Klettern. Weil das Erste, wo ich mich jetzt ein bisschen ranwagen will, ist nochmal hier dieses ganze Kletterzeugs. Also wir haben ja beim letzten Mal im Livestream angefangen, hier schon mal so ein Häuschen zu bauen. Und hier muss natürlich noch mehr hin. Aber dieses Häuschen gefällt mir auch nicht so richtig. Das ist halt sehr eckig, sehr groß. Ich finde, ja, es wirkt da irgendwie ein bisschen zu groß und halt zu eckig. Da werde ich mir auf jeden Fall jetzt was Schöneres überlegen. Wir können ja dafür mal eben gucken, was für tolle Dachformen wir hier haben. Machen wir hier mal als Filter kurz ostasiatisch rein. Und dann sollten wir eigentlich gute Dächer finden. Dieses Haus hier finde ich auch ganz schön, ne? Das können wir auch mal irgendwo als Deko hinmachen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Oh, das könnte ja sogar interessant hier sein. Wie groß ist das? Oh ja, so eine L-Form ist cool. Okay, die kommt schon mal auf jeden Fall in Frage. Die ist ein bisschen zu groß. Was haben wir noch? Ja, das ist alles zu groß hier. Abgerundet würde auch gehen tatsächlich, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Könnte aber cool aussehen. Ansonsten noch sowas. Ist ein bisschen zu steil, aber das wäre auf jeden Fall schon mal interessanter, wenn wir so ein Dach hätten und da kein eckiges Dach. Das würde halt genauso gehen oder sowas. Aber ich glaube, ich finde das ganz cool. Das könnten wir mal versuchen, dass wir hier wirklich so eine L-Form machen. Ich glaube, ich mache mal hier erstmal das Ganze, baue ich im Weltraster natürlich, damit wir keine Probleme kriegen. Mach nochmal kurz auf Play, weil es noch ein bisschen dunkel ist. Ich mache gerade erst 11 Uhr. Kann ruhig noch ein bisschen später werden. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob man den Boden jetzt an dieses Dach anpassen könnte mit den Teilen, die wir haben. Oh, das ist ein bisschen klein. Das könnte passen. Oh, das passt perfekt. Okay. Das ist schon mal sehr nice. Heißt, ich könnte sozusagen einen perfekten Boden hier bauen. Zumindest hier schon mal. Jetzt müssen wir natürlich diese Ecke auch noch ein bisschen fertig machen. Oh, schaut mal. Zwei Stück davon und dann passt das, oder? Oder vier Stück davon. Dann nehmen wir natürlich zwei Stück davon.
Weil je weniger Materialien wir verschwenden, desto besser. Ich kopiere mir das mal so. Dann haben wir es nämlich auf der richtigen Höhe. Seht ihr, Leute? Das passt doch schon mal perfekt. Geht ja gut los. Und dann haben wir halt so ein bisschen interessanteres Gebäude auf jeden Fall. Was dann noch nicht ganz so eckig und kastenförmig aussieht. Es wirkt halt wirklich so ein bisschen zu groß hier in der Ecke, muss ich sagen. Deshalb hat mich das gestört. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir das hier vernünftig unter das Dach machen. Wenn das nicht ganz gerade ist, ist auch halb so wild eigentlich, weil es ist halt Holz, ne? Aber Holz muss nicht alles perfekt sein. Ich werde das auch von der Höhe nicht ganz so krass hoch machen, glaube ich. So, jetzt gehen wir nochmal hier ein Stückchen höher, dass wir besser arbeiten können. Und ich mache mal wieder Pause. Aber das ist ja schon mal eine coole Grundform, die gefällt mir. Dafür brauchen wir natürlich jetzt auch Stützpfeiler. Die haben wir aber ja hier. Genau, dann nehmen wir einfach diese dickeren Balken. Machen wir dann hier an die Ecken. Nicht zu nah ran an die Ecke, aber auch nicht zu weit weg. Das ist jetzt wichtig. Ja, schön ist halt, wenn irgendwas nicht ganz perfekt ist, es stört mich dann nicht mal so. Aber wenn man mit Holz arbeitet, muss nicht alles perfekt sein. Zumindest meiner Meinung nach. Fällt sowieso nicht auf. Okay, das wäre dann schon mal so ein bisschen der Grundriss. So, ich werde jetzt mal gucken, dass wir hier eine Leiter hochbauen. Das können wir eigentlich relativ simpel hiermit, glaube ich, machen. Ich überlege gerade, ob wir das so schräg machen oder ob wir das Ganze einfach um... Ich kann es sogar so lassen. Um 45 Grad drehen. Das heißt 1, 2, 3. So müsste richtig sein. Ja, das kommt hin. Und dann sozusagen so die Treppe hochbauen. Das würde auch gehen. Ich glaube, das ist sogar besser. Wäre das denn dann... Ich würde das mit 3 Stufen machen oder so. Und dann ungefähr so. Ja, das reicht auf jeden Fall für die Pandas. Von der Größe her. Und so. Machen wir mal eben nach Augenmaß, dass es ungefähr gleich hoch ist von den Stufen her. Das Ding ist, obwohl... Ja doch, das kommt schon relativ gut hin von der Position her, wenn ich mal da hinten gucke, von der Höhe. Kann sein, dass das Ganze vielleicht später so ein kleines Stück noch in den Boden kommt. Ich meine, die Stufen an sich können wir gleich auch noch von der Höhe individuell anpassen, je nachdem, wie es dann aussieht. Wir brauchen aber jetzt noch Stützen, die ganz gut aussehen. Könnte ich mir vorstellen, mit diesen dünnen hier zu arbeiten. Die gibt es nur in so lang, ne? Okay, das ist das Kürzeste. Das ist 1 Meter. Könnte man hier an den Rand machen. So zum Beispiel und so. Und hier könnte man das Ganze sogar so höher machen. Sogar durch alle durch. Wäre gar nicht so schlecht, ne? Passt ja hier richtig gut. So. Als nächstes werde ich dann hier die Rückwand nochmal jetzt auskleiden. Mit Holz. Jetzt die Frage, welche Größe brauchen wir da? Wahrscheinlich diese hier. Ne, diese hier, ne? Ja. Drehen wir jetzt einmal um 90 Grad. Dann kommt das sogar fast perfekt hin. Nice. Okay, das ist sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir hier gehen am besten. Eigentlich am besten so, ne? Ja, so ist, glaube ich, ziemlich gut. Man schaut leider oben durch. Dann machen wir mal so, dass es nicht durchschaut. Und dann schaut es halt unten ein Stück durch. Das ist aber an sich nicht schlimm. Machen wir jetzt einmal die gesamte Wand entlang. Einmal noch. Kommt leider nicht ganz hin von der Breite, aber das macht nichts. Wir halt den letzten so platzieren, dass die so ineinander so ein bisschen sind. Okay, sehr schön. Ich könnte jetzt auch diese Wand hier noch verdecken. Aber hier wird ja auch nichts vor sein. Also das ist ja sozusagen diese Wand hier, die es dann später sein wird. Deswegen lasse ich, glaube ich, erstmal nur die eine Wand verdeckt. Hier könnte man dann auch noch was überlegen hinzumachen. Aber hier müsste dann eigentlich ein Geländer hin. Oder mache ich auf die Seite auch noch was? Ich glaube erstmal nicht. Zur Not können wir das auch im Nachhinein noch machen. Geländertechnisch mache ich, glaube ich, das gleiche, was wir auch hier vorne verwendet haben. Das ist ein cooles Teil. Ich weiß gar nicht, wofür das eigentlich gedacht ist. Vielleicht zum Laternenaufhängen oder so?
Gute Frage. Ich missbrauche es auf jeden Fall als Geländer. Finde ich irgendwie cool, weil das auch so ein bisschen geschwungen ist, das Teil. Nicht ganz so gerade. Da hat die leider so ein bisschen ineinander. Vielleicht können wir das mal eben fixen. Das stört mich tatsächlich teilweise echt sehr, dieses Flackern ineinander, wenn irgendwie zwei Texturen ineinander rumhängen. Ja, das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, das geht auf jeden Fall klar als Geländer. Nice. Okay, einen noch. Kopieren. Dann können wir das Ganze nochmal positionieren, beziehungsweise... Passt das schon? Das ist relativ gleichmäßig hier links und rechts. Okay, das wäre dann sozusagen das Geländer. Das müsste ich dann auch hier vorne eigentlich noch hinmachen. Und hier vorne. Hier wird wahrscheinlich auch nichts hinkommen. Ich werde jetzt auch in diesem Gehege gar nicht mehr so viele Klettermöglichkeiten machen. Also zumindest nicht so mega komplexe. Okay, das ist sogar schon ziemlich perfekt hier. Könnten sogar noch ein Stück nach vorne. Damit die dann mehr Platz haben, die Pandas. Weil hier ist ja sozusagen die Schlafmöglichkeit. Wobei ich natürlich auch auf dem Boden unter dieses Gebäude das Ganze mit Schlafmöglichkeiten auskleiden kann. Weil dann können die Pandas halt auch unter das Gebäude gehen. Warum nicht? Ist ja auch überdacht, ne? Sozusagen. Und die haben ja auch noch die Höhle. Also in Schlafplätzen wird es denen nicht mangeln. Ich habe ja auch noch eine Höhle gebaut für die. Denen geht es allgemein super gut in dem Gehege, glaube ich. Viel zu groß für die kleinen Süßen. Aber gut, lieber zu viel Platz als zu wenig. Wir wollen ja keinen Tierquälerzoo. Wir wollen ja nicht den Todeszoo nachbauen, wie ein Zuschauer eingeschickt hat. Das Video müsste auch schon gekommen sein, wo alle Tiere tot sind. Das will ich auf jeden Fall hier nicht erreichen. Mich traurig. Aber ist halt immer schwer, ne? Wenn man sich aufs Bauen konzentriert und so und dann nebenbei Play laufen lässt. Dann kann es natürlich schnell passieren, dass die Tiere vernachlässigt werden und dann gerne mal sterben. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt ist die Frage, lasse ich hier noch ein Geländeteil weg? Mach so, damit die da besser reinkommen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Auf dieser Seite werde ich mir gleich auf jeden Fall noch was überlegen. Aber ich finde jetzt schon, dass das Haus hier viel interessanter aussieht als vorher. So, mein lieber Panda, du musst jetzt leider weichen. Du musst da weg. Es tut mir sehr leid. Ah, komm, geh ins Handelszentrum mal kurz. Wir müssen nämlich jetzt hier bauen, mein Lieber. So, das hier muss alles weg jetzt. Und jetzt können wir unser neues Häuschen hier so weit platzieren. Müssen wir mal schauen, ob wir es so machen wie vorher, dass das hier direkt an die Wand kommt. Oder ob wir das anders machen wollen. Bin ich mir noch unsicher. Ich finde es auf jeden Fall schon mal viel schöner, weil es nicht so massig aussieht. Man könnte es auch so schräg machen. Das würde auch cool aussehen, glaube ich. Wenn wir das hier wirklich so hinmachen. Ah, nee. Ich mache es gerade. Ich baue den ja auch extra hier hinter. Versteckt. Das ist ja schon sein Sinn. Weil ich nicht will, dass die Optik kaputt geht. Weil hätte ich das jetzt hier irgendwo drauf gebaut oder so, dann hätte man halt das Haus nicht mehr gesehen, den Wasserfall nicht mehr gesehen. Und genau das will ich ja so ein bisschen vermeiden, weil ich das ein bisschen schade finden würde. Ich meine, wir haben uns so viel Mühe gegeben, dass man den Wasserfall und sowas vernünftig sieht. Und dann, wenn wir uns da jetzt was vorbauen, das wäre irgendwie ziemlich dämlich. Das ist ja alles kein Problem. Das können wir alles anpassen, wie wir wollen später mit den Klippen, dass es gut aussieht. Auch hier in der Ecke und so, da kann man alles noch so ein bisschen überarbeiten. Pflanzen und so müssen wir auch noch machen. Aber diese Pflanzen werde ich auf jeden Fall beibehalten, weil ich die mega schön finde. Die habe ich auch so noch nie benutzt. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich von der Höhe schon so gut finde, aber eigentlich schon. Ich glaube, viel höher will ich da gar nicht. Ich könnte natürlich auch noch ein Stück höher. Ich glaube, ich gehe doch noch ein Stück höher. Dann müssen wir gleich mit der Treppe uns hier nochmal ein bisschen austoben, dass die besser passt. Aber das ist halb so wild. Und hier will ich eigentlich auch noch einen Übergang schaffen später, dass man so einen Steg hier hat. Okay, die Leiter, die ich jetzt hier gebaut hatte, die gefällt mir jetzt doch nicht mehr so gut. Deswegen werde ich das Ganze jetzt anders lösen. Und zwar machen wir das wie folgt. Eigentlich auch relativ simpel.
Habe ich auch schon mal in meinem Affengehege so gemacht. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Wir bauen uns hier einfach einmal so ein Gestell. Nämlich so. Das fassen wir jetzt, wenn es denn klappt. Ja, jetzt gibt mir das Tool. Zu einer Gruppe zusammen. Und mit diesen Dingern werden wir uns jetzt hier den Weg nach und nach hier runter arbeiten. So, dass es vernünftig aussieht. Wir auch nicht zu krass runtergehen direkt. Aber gut, die Pandas können, glaube ich, relativ gut klettern. Also, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel Rücksicht nehmen. Das ist halt das Gute. Und jetzt können wir das Ganze auch so ein bisschen gedreht machen. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Wenn das nicht ganz gerade ist. Und dann so. Dann hier nochmal ein bisschen gedreht. Wir hätten das jetzt auch mit Winkeln machen können, damit das gleichmäßig ist. Aber ich mache es jetzt einfach nach Augenmaß. Das passt schon soweit. Und jetzt noch ein letztes Mal. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, gefällt mir schon. Wir hätten jetzt auch den letzten sogar... Warte mal, wir könnten hier... Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte so. Ich werde sogar nochmal verlängern, den Balken. So, vielleicht auf 3 Länge. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir könnten auch hier rüber gehen. Das Ganze mittig platzieren. Und dann das Teil und... Ah, das Teil wollte ich nicht. Und das wollte ich einfach hier rüber kopieren. Und dann kann man sozusagen jetzt auf beiden Seiten hochgehen. Wäre, glaube ich, nicht schlecht, ne? So, das nochmal vernünftig ausrichten, soweit. Näher ran. Und dann könnte man jetzt hier auf beiden Seiten problemlos hochgehen. Wenn diese Klettersachen bauen, die kann man wirklich nice und leicht bauen. Das haben die echt gut gemacht. Und das funktioniert auch richtig gut mit den Tieren. Das freut mich halt immer. Man baut was und dann funktioniert es halt auch. Die Tiere können da halt auch drauf. Ich meine, die Animation sieht teilweise nicht ganz so geil aus, wie die da drauf klettern, muss man einfach sagen. Aber dass das Ganze funktioniert einfach, dass die das benutzen können, was man hier von Hand gebaut hat, ist halt schon cool, ne? Also das feiere ich immer richtig. Ist halt richtig schön zu sehen dann so, dass die Tiere das auch nutzen. Ist nicht so, wie wenn man der Katze zu Weihnachten einen neuen Kratzbaum holt und dann geht die Katze da nicht rein, sondern nur in den Karton von dem Kratzbaum. Das ist halt auch der Klassiker. Typisch Katze. Jeder, der eine Katze hat, hat das schon erlebt, glaube ich, ne? Dass man irgendwie ein neues Spielzeug oder irgendeine neue Höhle oder irgendein neues Ding kauft für die Katze und die Katze, die geht dann nur in den Karton, wo man das Ding ausgepackt hat. Ehrlich, Katzen sind schon coole Tiere. Genau das liebe ich an Katzen, dass sie so einen eigenen Kopf haben. Natürlich auch teilweise ein bisschen nervig dann, aber mein Gott, was willst du machen? Muss man halt drüber lachen, einfach. Dann ist alles cool. So, sehr schön. Diese Richtung können wir dann nämlich noch so ein bisschen abgehen. Ich würde halt gerne hier noch so einen Übergang nach hier oben hinbekommen, das wäre nice. Ich glaube, ich mache das hier auch nicht ganz so gerade. Ich glaube, ich mache hier so ein bisschen nach schräg weg. Oh, so ist das doch schon... ganz gut. So, hab das jetzt nochmal ein bisschen interessanter hier gemacht mit so ein paar kleinen Zwischenteilen. Aber ich glaube, an sich reicht mir das schon an Klettergelegenheit, weil das Gehege ist halt schon wirklich komplex und groß genug und da muss ich jetzt nicht noch mega das krasse Kletterding zu bauen, denke ich. Ich überlege gerade, ob wir hier noch vielleicht das ein oder andere Geländerteil hinbauen. Das war jetzt ein bisschen doof, dass das so verrutscht ist von der Höhe. Mach das mal Ganze mal lieber so. Mal drehen von Winkel. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier weg sein müssen. Aber eigentlich reicht das so, ne? Reicht eigentlich schon, wenn ich eins mache. Dann können die da perfekt reinspringen. Okay, das gefällt mir. Hier können die dann nochmal chillen. Ich habe ja vorhin gesagt, man kann das auch hier unter noch machen mit diesem Stroh und so, dass die sich da auch hinlegen können. Aber ich weiß gar nicht, ob sich das hier anbietet, weil da sind halt direkt die Klippen. Wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall die kleinen Schlafmöglichkeiten. Jetzt müssen wir mal schauen. Die passen sogar perfekt. Sehr gut. Gerade so. Schauen dann so ein bisschen rüber. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Finde ich sogar eher, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Dass er so ein bisschen rüber schaut. So. Als nächstes platzieren wir jetzt hier nochmal die ganzen Spielzeuge für die
kleinen Pandas. Da haben wir auch schon einige Sachen zum Glück erforscht und freigeschaltet. Das ist ganz nice. Die werde ich jetzt einmal rund um das Gehege so ein bisschen verteilen. Was ist denn das hier überhaupt? Ein Baumfutterspender. Sehr interessant. Sieht optisch sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Der passt hier auch sehr gut rein. So, oder das Boden oder das Land wurde abgeflacht, ne? Ich darf den gar nicht in den Boden machen. Okay, der wird sowieso abgeflacht. Aber da steht er eigentlich ganz schön. Sieht nice aus. Sieht so ein bisschen aus wie Teil von der Natur. Hm, was haben wir denn hier noch? Ja, diese Bälle und so, die können wir ganz am Ende machen. Wir suchen uns jetzt erstmal die großen Teile raus, die so ein bisschen Highlight sind. Oh, dieses Windspiel, das finde ich immer mega nice, ne? Ja, hier oben ist, glaube ich, zu krass. Ich glaube, wir könnten das wirklich hier vorne hin machen. Weil hier ist halt eigentlich so ein richtiger Hotspot, wo die Leute die Pandas richtig gut sehen können. Das ist das hier, glaube ich, ziemlich perfekt. Okay, das ist wirklich nice. Da werden die gut zu Gesicht bekommen. Dann haben wir noch Trinken. Ich weiß, die haben ganz viel Wasser drumherum, aber so ein Getränkeding kann nicht schaden. Ich finde das auch immer sehr schön, muss ich sagen, optisch. Mit diesem pumpenähnlichen Ding hier. Das ist ja so eine Pumpe, ne? Ja, würde ich jetzt sagen. Oh, die bietet sich hier eigentlich auch echt ganz gut an. Vielleicht können wir noch ein Stück rüber bewegen. So, weil dann kann man die hier auch echt gut beobachten beim Trinken von hier aus. Alles klar, die haben hier alles zerscheppert, die Leute. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr... Ich weiß gar nicht, was hilft denn dagegen? Sicherheitsdienst? Damit die Leute hier nicht alles kaputt scheppern? Könnte gut sein. Ich mach das mal so, dass hier nichts durchschimmert. So ist perfekt. So, was haben wir denn noch? Okay, das Teil ist auch noch sehr wichtig. Das mache ich mal hier in die Ecke. Ah, hier ist das, kann ich das bestimmt nicht hier machen wegen den Fluffplatz-Dingern, ne? Ich könnte das auch einfach hier vorne an die Wand machen. Sieht auch gut aus. So. So, da passt das super hin. Hat ja auch diese Holzoptik, deswegen passt es da sehr, sehr gut rein. Und was jetzt noch fehlt, also die großen Highlighting haben wir jetzt, glaube ich, alle platziert. So diese ganzen kleinen Sachen wie Bälle und sowas, die kann man dann im Nachhinein immer noch irgendwo hin platzieren. Was auf jeden Fall noch fehlt, ist eine Futterplattform. Baum. Die kann man, glaube ich, auch auf Bäume machen. Aber ich weiß gar nicht, wie die Leute das dann auffüllen. Beschäftigungsfutterbox. Das ist halt hier wirklich verbuggt, oder? Das ist doch keine Beschäftigungsfutterbox. Habe ich schon öfter bemerkt. Ja, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ob man die jetzt hier in den Baum packen kann und das funktioniert dann oder nicht. Ich glaube, ich werde das einfach hier oben, weil das ist ja hier eigentlich der Mittelpunkt. Wenn die hier fressen würden, das wäre mega nice. Genauso, jetzt sieht man nämlich die gesamte Plattform soweit. Die könnten wir jetzt mit... Also entweder versenken wir die jetzt in den Boden oder wir umkreisen die einmal mit so einem Felsrand. Das könnte, glaube ich, auch sehr, sehr cool aussehen. Hier müssen wir gleich sogar nochmal überlegen, ob wir da nochmal andere Felsen benutzen. Schön ist halt, dass das hier eigentlich auch so ein bisschen der Mittelpunkt vom Gehege ist. Da kann man dann die perfekt beobachten von allen Seiten aus, die Pandas. Also das Nice. So wäre das Ganze dann da oben drauf. Sieht natürlich hier vorne zum Beispiel noch nicht so schön aus. Da müsste man dann nochmal ein bisschen bei mit irgendwelchen Felsen und Klippen, dass das ein bisschen schöner hier aussieht vom Übergang her. Das ist ja an sich kein Problem. Fangen wir jetzt mit der Bepflanzung hier an. Ich habe hier schon mal als Filter asiatisch eingestellt. Jetzt toben wir uns ein bisschen aus. Ich müsste eigentlich noch mehr Filter einstellen, aber ich denke mal, dass die trotzdem mega zufrieden sein werden. Ich glaube, ich werde irgendwo hier oben in der Ecke nochmal so einen schönen rosanen Kirschblütenbaum machen, weil der nochmal einen schönen farblichen Akzent setzt, aber dort auch nicht im Weg oder sowas ist. Das wäre ziemlich, ziemlich doof. Hier vorne muss ich auch nochmal gucken, wie ich das mache. Da habe ich nämlich ja eigentlich nur zur Seite bewegt gehabt, dieses Bambus. Aber ich glaube, mit diesem Bambus werde ich relativ viel arbeiten. Das sieht echt cool aus hier an den Klippen. Das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Aber wir können uns ja allgemein mega austoben, was Bepflanzung angeht. Aber es gibt halt auch super viele Pflanzen bei asiatisch. Seht das schon. Dürfen mich aber... Wir müssen halt gucken. Wir haben halt sehr enge Durchgänge, nur dass wir die nicht zu sehr zupflanzen mit irgendwelchen Büschen oder Gräsern oder sowas. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Wenn man dann die Tiere... Also die können halt zwar noch langlaufen dann, aber man würde die dann nicht mehr gut sehen, weil halt die ganzen Büsche im Weg sind und die sich darunter dann verstecken würden, so, ne? Das wäre halt nicht so cool. Versuche ich halt so ein bisschen zu vermeiden, denke ich mal. Aber ansonsten können wir uns halt richtig austoben, was Begrünung angeht. Können wir auch gar nicht so viel verkehrt machen.
schon ziemlich nice. Weil die Pandas, die mögen auch richtig viel Grünzeug. Wird richtig cool. Jetzt mache ich noch ein Stück rüber, das Ding. Dreh das, glaube ich, auch nochmal ein ganz kleines Mini-Stück. Dieses Windspiel finde ich ja mega cool, ne? Das hat auch eine richtig coole Optik. Wir müssen halt gucken, wie wir das mit Bäumen machen. Ich würde hier gern schon noch ein paar Bäume unterbringen. Aber die sollen halt nichts an Sicht verdecken. Also wenn, dann können wir nur kleine Bäume nehmen. Die halt wirklich nicht viel verdecken. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Baum hier ist. Ob der schon zu viel Sicht wegmacht. Nee, das geht eigentlich. Ah, mir fällt auch noch was ein, was ich unbedingt noch machen wollte. Wir müssen ja auch noch Beleuchtung machen. Es gibt so viel zu tun hier. Das ist wirklich insane. Aber was ich hier noch unbedingt hinmachen wollte, das habe ich nämlich vorhin gesehen, hier so ein Boot. Schön hier hinten noch mal so ein Boot hin. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, dass es noch ein bisschen zu sehen ist von hier. Das ist ganz nice. Von hier sieht man es ja logischerweise nicht, aber das macht nichts. Weil hier hinten ist so ein richtig cooler Halter für ein Licht. Und da suchen wir jetzt eine schöne Laterne raus. Ich glaube, es gibt hier diese braunen Laternen auch. Die haben auch so einen Henkel, glaube ich, oben. Genau. Die hier meine ich. Die kann man hier perfekt reinhängen in das Ding. Ah, komm schon. Perfekto. Müssen wir es so aufhängen, dass es realistisch aussieht. Und schon haben wir unsere erste Beleuchtung hier im Gehege. Das ist doch nice. Und ich würde sagen, für euch mache ich jetzt mal eben hier die ganze Gestaltung mit den Pflanzen und so im Speedbild fertig. Und dann hören wir uns wieder. So, damit ist die Gehegegestaltung und Dekoration erstmal fertig. Ich habe hier drin nochmal so
Schlafplätze eingerichtet. Einmal hier unten und einmal hier oben. Das habe ich jetzt nicht im Speedbild drin gehabt. Und ich habe nochmal hier so ein paar Kartons und sowas platziert. Habe jetzt hier recht übertrieben, was Grünzeug angeht. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Vielleicht werde ich nochmal die ein oder andere Änderung vornehmen. Aber in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall noch Beleuchtung und so um das Gehege machen. Und natürlich auch noch Gestaltung um das Gehege. Und hoffentlich auch schon mit dem nächsten Gehege anfangen. Also ich will jetzt hier eigentlich Schlag auf Schlag das nächste Gehege bauen, damit wir hier auch ein bisschen vorankommen. Und ich will nicht immer so viel Zeit hier verschwenden. Aber ich bin schon sehr zufrieden. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wie ihr das Gehege findet. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und wir lassen jetzt auf jeden Fall endlich unsere beiden goldenen kleinen Pandas frei. Die müssten eigentlich auch schon Namen haben. Also die werde ich euch nicht verlosen können. Die haben wir schon im Livestream benannt. Nämlich einmal Suizel und Wutzblum. Aber falls wir Nachwuchs bekommen, dann könnt ihr natürlich gerne... Genau, so machen wir das. Wenn die beiden Nachwuchs bekommen, dann könnt ihr auf jeden Fall Namensvorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich die nach euch oder nach euren Namensvorschlägen dann benennen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Ich bin echt zufrieden mit dem Gegenhaus. Ich finde es echt schön. Ich habe hier auch nichts von der Sicht oder so bedeckt. Und ich glaube, wir haben auch hier diese Highlights, wo die Pandas dann hingehen. Hier sind hier Bälle, hier Spielzeug. Die haben wir echt gut platziert. Also die Tiere können immer gut beobachtet werden. Hier oben ist die Fressensplattform. Die habe ich auch nochmal mit so ein paar Felsen so ein bisschen besser eingebaut, damit das nicht ganz so unnatürlich aussieht. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Pandas jetzt gleich hier alles begehen können und so. Kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwas zugebaut habe oder sowas. Aber das kann man ja im Nachhinein auch ohne Probleme noch ändern und ja, korrigieren. Hier oben, das Ding ist leider auch noch nicht begehbar. Aber später ist dann der Sinn, dass die Leute von hier oben runter gucken können auf das Gehege. Also ich finde, wir haben das bei dem Gehege echt gut hinbekommen mit der Sicht. Man kann von hier alles sehen von hinten. Und ansonsten kann man komplett um dieses Gehege rumlaufen. Ich bin wirklich zufrieden. Also ich glaube, das ist bis jetzt das beste Gehege, was wir bisher gebaut haben. Obwohl das Bison-Gehege auch schon sehr, sehr schön geworden ist. Bin ich zumindest sehr zufrieden mit. Das soll jetzt kein Eigenlob sein oder sowas. Sozialverhalten. Ansonsten ist alles bis jetzt ganz grün. Hier ist alles super. Zu wenig Klettermöglichkeiten. Eieiei, okay. Rückzugsort ist am Start. Pflanzen sind am Start. Okay, Klettermöglichkeiten scheinen hier das Problem zu sein. Aber die beiden Pandas, die gehen hier auf jeden Fall schon auf Erkundungstour, wie ihr seht. Man geht auch direkt zum Kletterparadies. Vielleicht müssen wir wirklich hier noch ein bisschen mehr Kletterkram einbauen, aber das ist ja an sich gar kein Problem. Oh, die sind so zuckersüß. Guckt sie euch an. Oh mein Gott. Guck mal, ihr geht direkt auf unser Kletterding, was wir gebaut haben. Ist doch wundervoll, oder? Doch, der kann da sogar ohne Springen hochlaufen. Scheint das ziemlich gut zu platziert zu haben. Boah, ist das cool. Das feiere ich. Und da stehen schon die Leute. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Ich hoffe, die werden nicht so gestresst, weil hier so viele Leute stehen. Und da kommt auch schon der andere Panda. Ich rufe mal den Tierpfleger. Lass jetzt hier noch ein bisschen genießen, wie sie in unserem neuen Gehege sind und das Ganze erkunden. Oh, wie fleißig sie auch schon hochklettern. Das ist mega cool. Ah, ich feiere das. Tolles Gehege geworden. Sozialverhalten. Platz. Wie Platz? Hä? Warum haben die denn zu wenig Platz? Das kann doch gar nicht sein. Hatten wir doch getestet, oder nicht? Wir schauen mal eben. Ist eigentlich alles relativ gut begehbar. Das, was blau ist, ist begehbar. Und alles, was grün ist, sind Klettermöglichkeiten. Schauen wir nach Rückzugsort. Die können hier auch auf jeden Fall rein. Das hier zählt nicht als Rückzugsort, oder können die da nicht hin? Ich kann mir vorstellen, dass die hier und hier nicht hin können. Kann natürlich sein. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Das habe ich auch noch gar nicht bedacht. Ich sehe gerade, da oben könnte ich sogar noch das Zeug hier hinmachen. Ah, nee, das lassen wir. Jetzt schneit es hier. Okay, das müssen wir dann halt noch im Nachhinein den korrigieren. Da oben schläft er. Ja, wird natürlich jetzt von der Landschaft her blöd und sowas. Aber das mit Klimaanlagen ist ja an sich kein Problem. Ich frage mich gerade halt, warum die zu wenig Platz haben sollten. Schaut mal den Platz hier an. Wir haben 739 und 200. Aber wieso haben wir auch so wenig Klettermöglichkeiten? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, dieses Ding hier funktioniert irgendwie noch nicht so gut, ne? Kann das sein? Also es sind hier alles Klettermöglichkeiten. Aber scheint noch zu wenig zu sein.
Okay, aber ich würde sagen, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bin wirklich schon sehr zufrieden damit. Schreibt es mal, wie gesagt, in die Kommentare, wie ihr das Gehege bis jetzt findet und was ich noch verbessern könnte. Vielleicht, was ich noch hinzufügen könnte, damit die mehr Kletter, Spaß und sowas haben. Und natürlich Namen für die zukünftigen Babys. Die könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich selber ein Like freuen, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren bzw. die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.